Hallo, liebe Fotofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Dann gehen wir mal mit unserer Getränkeaufnahme in Medias Res. Wir wollen ja heute ein Whisky-Glas mitsamt Flasche mal etwas schöner fotografieren als das letzte Mal. Dazu montiere ich bzw. baue ich jetzt mal mein Slick Dreibein-Stativ auf, uralt das Teil, und pflanze auf die herausgefahrene Mittelsäule unser Aufnahmetischchen auf, das wir ja in einem der letzten Videos ganz frisch konstruiert haben mit der Baby Avenger Wall Plate. Das Ganze muss ich jetzt natürlich ordentlich ins Wasser stellen, denn wenn der Flüssigkeitsspiegel im Glas nachher schräg steht, bringt das nur wieder unnötige Retuschearbeit. Als Spot für den Hintergrund werde ich ein Speedlight benutzen. Das Ganze mit einer Speedlight-Halterung bzw. mit einem Adapter. Über die Manfrotto 035 Superclamp versuche ich das jetzt an der Mittelsäule des Slick-Stativs zu arretieren. Haut aber leider nicht ganz so gut hin. Ich brauche noch einen Auslegearm, ebenfalls von Manfrotto. Hierzu findet ihr natürlich alle Kauflinks wieder in der Beschreibung dieses Videos. So, nachdem ich den Ausleger montiert habe, werde ich über einen Doppelbolzen, also über einen Spigot-Adapter, dann die Speedlight-Adapter-Halterung montieren. Tja, und jetzt kommt's. Leider muss ich das Ganze nochmals nachjustieren, denn schrecklicherweise musste ich das Dreibein etwas drehen. Das bedeutet, dass jetzt natürlich auch mein Aufnahmetischchen nicht mehr im Wasser steht, also exakt horizontal ausgerichtet ist. So, da habe ich mir dann gleich mal, um etwas Zeit zu sparen, meinen Snoot mitgebracht, denn wir wollen ja den Hintergrundspot mit dem Speedlight fokussieren. So, das Ganze dauert einen Moment, man muss eben ein bisschen spielen und arbeiten, die Vorbereitung ist alles. Aber jetzt passt es, wie man sieht. Toll! Ich pflanze jetzt auf den Speedlight Adapter eben den Snoot auf und werde dann, nachdem ich also das getan habe, jetzt den grauen Hintergrund herunterfahren und meine Aufnahmeplatte, die hier hochglänzend schwarz aus Kunststoff bzw. Acryl ist, aufsetzen. Durch die Gumminoppen hält das Ganze auch entsprechend fest und wird mir nicht davonrutschen. Putzen ist alles. Und in der Produktfotografie ist es noch viel schlimmer, denn auf dieser schwarzen Acrylplatte sieht man wirklich jedes kleinste Staubkorn. Das werdet ihr nachher in den Probeaufnahmen bzw. in den vorbereitenden Aufnahmen noch genau erkennen können. Das ist eine absolute Katastrophe. Und das, was ich hier jetzt mache, ist eigentlich auch nur eine Arbeit für nichts, denn in der Zwischenzeit, bis alles aufgebaut ist, wird das Ganze auch wieder ordentlich einstauben. Dem Ganzen ist auch abzuhelfen über Pressluft. Das werde ich euch in einem anderen Video aber auch noch zeigen. So, der graue Hintergrund ist da. Jetzt werde ich die Kamera justieren und auch hier eine Einstellung vornehmen, sodass ich zuallererst jetzt mal diesen Hintergrundspot genau fokussieren kann. Okay, Whiskyflasche und Glas und dann weiße Handschuhe anziehen. Und das ist extrem wichtig. Oh ja! Und sehr lässig und sehr elegant, gerade um die Körpermitte herum, das werdet ihr gleich sehen. Also mit weißen Handschuhen fühlt man sich gleich ganz anders. Oh ja. Aber sie haben auch einen gewissen Vorteil beim Reinigen, denn ihr werdet jetzt natürlich Glas und Flasche nicht mehr mit euren Fingerdapsern einsauen. Mit dem Mikrofasertuch werde ich dann alles extrem genau säubern und darauf achten, dass hier auch wirklich kein einziger Fettrand mehr zu sehen ist und kein Schmutzrand, und trinken ist verboten, lieber Alex. Also auch hier nur die Flasche säubern und achtet bitte darauf, dass ihr vorher auch das rückwärtige Etikett entfernt habt. Das muss schon sein, damit man die Flasche nachher sehr gut durchleuchten kann über die Reflektoren. Und dann versuche ich das Ganze jetzt erstmal pro forma zu positionieren, einigermaßen. Jetzt ist es noch zu weit hinten, denn da kann ich die Reflektoren dann überhaupt nicht positionieren. Aber fürs Erste reicht's mal, um jetzt schlicht und ergreifend mal den Spot genau zu setzen. Okay. So, das hat jetzt mal halbwegs gut geklappt und wir kümmern uns um die Kameraeinstellungen.
Ich werde hier jetzt mit meinem 50 mm Normalobjektiv arbeiten. Dadurch, dass ich eine Crop-Kamera nutze, sind das eben 75 mm Brennweite in der Realität. Und ihr werdet gleich sehen, ich werde natürlich jetzt öfters noch Änderungen vornehmen, das ist ganz klar. Zum einen muss ich meine Perspektive etwas nach unten orientieren, dann werde ich mal weiter, mal näher dran gehen. Also man muss einfach schauen, was jetzt das Optimale ist. Man möchte ja eine schöne Spiegelung auf der Fläche haben, aber seine Gegenstände auch groß genug im Fokus positionieren. Allerdings ist es auch wichtig bei so einer Produktaufnahme, dass ein Hintergrund würdig zur Geltung kommt. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, das könnt ihr aber später in der fertigen Aufnahme selber beurteilen. So, und das wäre jetzt mal Nummer 1. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, dass auf der Flasche noch eine Kante zu sehen ist. Ich habe also einen Blitz, nämlich den, von dem ich jetzt gerade das Triplight abmontiert habe, noch angelassen, damit man überhaupt ordentlich im Vordergrund etwas erkennen kann. Das wird dann nachher nicht mehr der Fall sein. So, dieses Triplight 22 x 90 cm montiere ich jetzt sozusagen als Fill-Light, das eben für diese schönen, soften Glanzlichter auf der Flasche und auf dem Glas sorgt, auf einem hinteren Blitz über mein Deckenschienensystem. Das Ganze schauen wir uns dann jetzt mal ohne Diffusor an. Ich werde halt irgendeine Einstellung mal vornehmen und dann über den Belichtungsmesser versuchen, eine Belichtung zu erhalten, die schon halbwegs ordentlich funktioniert. So, da hatte ich vergessen, den Funkauslöser zu aktivieren. Alles von Yongnuo, Bezugsadressen wie immer in der Beschreibung natürlich. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, und da habe ich schon eine kräftige Überbelichtung. Das Ganze werde ich noch weiter herunterregeln. Also trotz Belichtungsmesser haut es nicht immer gleich ganz so gut hin. Ja, jetzt sollte es besser sein. Testen wir es aus. Und ich achte darauf, dass die anderen Blitze jetzt deaktiviert sind. So, Achtung, fertig, los. Das Ganze passiert übrigens mit Spiegelvorauslösung und Auslöseverzögerung. Und da hört man natürlich das Piepsen, DAF und Auslösung. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Und das zeige ich euch jetzt besser nicht. Das hat mir noch nicht so gut gefallen. Ich habe hier jetzt dann die Blende noch um ein Drittel Stopp erhöht. Also von Blende 8 auf Blende 9. Schärfentiefe mäßig ist das alles jetzt überhaupt kein Problem. So, und jetzt kann ich euch ein Ergebnis zeigen. Jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Also eine ganz gute Lösung. Jetzt kommt mein erster Reflektor ins Spiel. Den werde ich jetzt also mal für die Flasche positionieren. So, schauen wir uns das mal an. Und da werdet ihr jetzt sehen, das Maß wird nicht passen. Ich werde damit nicht zufrieden sein, denn der lugt hinter der Flasche hervor, nachdem ich ihn im 45-Grad-Winkel ausgerichtet habe. Das Ganze bedeutet jetzt, ich brauche meine Schere. Der wird zurechtgestutzt. Ihr werdet nachher auf dem Boden erkennen, wie sich da die Schnipsel sammeln. Also erstmal hier etwas weggeschnitten. Und jetzt versuche ich halbwegs schon aus der Objektperspektive das zu beurteilen. Und es muss noch weiter nachkorrigiert werden. Leute, das ist ganz normal, diese Vorjustierung von Reflektoren, von Licht und so weiter, das macht wirklich das meiste an der ganzen Aufnahme aus. Die Aufnahme selber, nachher die korrekte Belichtung, das ist im Prinzip eine Sache von 2-3 Minuten. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Und zack. Ja, und das wird jetzt schon ein Ergebnis zeigen, also Wahnsinn, was das ausmacht, wenn man jetzt dahinter das entsprechend so positioniert, dass es genau passt. Und dann nehmen wir auch schon gleich, auch wenn das Glas noch leer ist und keine Eiswürfel drin sind, schon den Glasreflektor mit dazu. Auch das schauen wir uns an und hier werde ich dann sehen, das wird also nachher vom Feuchtigkeits- bzw. Flüssigkeitsspiegel her mir zu hoch sein. Deswegen schneide ich hier schon mal gleich etwas weg. Und passe das somit meinem erwünschten Ergebnis, das ich erhalten möchte, an.
Und hier werdet ihr jetzt auch etwas erstaunt feststellen. Hier wird sich jetzt schon durch die Reflexion aus der Flasche, also durch die Durchleuchtung und Reflexion, zack, auch das Glas schon mit der Bernsteinfarbe füllen. Auch das muss später noch entsprechend ausgerichtet und justiert werden. Kommen wir mal zum Diffusor. Die Montage habe ich euch ja bereits in einem anderen Video gezeigt und davor auch noch, wie dieser Diffusor konstruiert ist. So, der eine Blitz ist mir im Weg und das Tolle ist natürlich am Deckenschienensystem, dass ich das Ding einfach nur nach oben schieben muss und kann dann eine freie Bewegung sicherstellen. Oder eine freie Beweglichkeit, wie immer ihr das nennen wollt. Okay. Diesen Diffusor, den rücke ich jetzt erstmal so nah es geht an meinen Tisch und an meine Objekte heran. Dass das jetzt etwas zu nah ist, werdet ihr gleich erkennen können. Auch muss ich jetzt die Leistung natürlich meines Blitzgerätes etwas nachjustieren. Das bedeutet, normalerweise muss ich einen halben bis einen Stopp zugeben. Dass das in diesem Fall zu viel ist, ist leicht in der nächsten Aufnahme zu erkennen. So, hier seht ihr, ich habe eine Überbelichtung und Stativ und Diffusor sind mir hier auch aufnahmetechnisch im Weg. Also das Ganze etwas weiter weggerückt und damit erhalte ich natürlich schon eine Verminderung der Blitzintensität. Ich werde ihn aber dennoch noch um einen halben Stopp herunterregeln. Auch dieses Ergebnis könnt ihr dann jetzt in der Aufnahme beurteilen. Schauen wir es uns an. Immer nachkontrollieren. Ja, immer noch überbelichtet. Tatsächlich kann ich hier jetzt noch etwas nachkorrigieren. Das mache ich jetzt aber an der Kamera. Ich werde da einen Drittelstopp ergänzen und euch auch diese Aufnahme nicht vorenthalten. So, und jetzt ist es gut. Ich kann also jetzt hier wieder das Etikett an der Seite gut erkennen und werde dann entsprechend der Carl-Taylor-Vorgabe einen zweiten Blitz mit deutlich verminderter Leistung und einem etwas größeren Abstand hinter dem Diffusor in Richtung Kamera montieren. So. Drauf mit dem Teil. Und diesen Blitz kann ich natürlich dann schon fast perfekt vorjustieren, da ich ja vom anderen weiß, wie er eingestellt ist. Also Leute, das ist nachher, wenn man da etwas Routine hat, wirklich von Aufnahme zu Aufnahme immer leichter und von Auftrag zu Auftrag. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, ob ihr professionell arbeitet oder semiprofessionell oder als Amateure, aber ich mache das Ganze ja beruflich und da braucht man auch schon eine gewisse Zeitersparnis durch Erfahrung. Man nennt das Ganze eben Routine. So, und jetzt schaut euch das an. Jetzt haben wir hier schon eine wirklich weiche Kante an dieser Ecke der Flasche. Das schaut schon gut aus. Also damit können wir arbeiten. So, das Ganze jetzt nochmal ausgetestet und jetzt kommen die Acryleiswürfel zum Einsatz. Und nicht nur die, sondern auch diese Fake-Eiswürfel, diese sogenannten Zaubereiswürfel, die sich also über Nacht mittels Wasserzugabe dann schön aufblähen. Dazu die Handschuhe aus. Und die Teile entsprechend ergänzt. Das schaut dann wirklich sehr natürlich in der Aufnahme aus. Das werdet ihr dann später sehen können. Klasse. Also mir gefällt das super gut. In der Verbindung miteinander eine wirklich authentische Nachbildung von Natureis. Dann mit dem kleinen Trichter Apfelsaft ins Glas einfüllen, das Ganze ganz langsam. Da werden dann zwar immer noch ein paar kleine Luftbläschen bleiben, die braucht ihr dann aber nicht aufzustechen. Ich habe das dann später in Photoshop retuschiert. So. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr dann nicht verkleckert. Das ist also ganz wichtig. Das muss wirklich sauber gemacht sein. Und jetzt werden wir mal eine Aufnahme starten, die schon in Richtung
Endprodukt geht. Also hier geht es jetzt dann schon sozusagen los. Und auch da erkenne ich wieder, aha, der kleine Reflektor hinter dem Glas ist zu hoch und ich erkenne, dass sogar dieses Winkelstativchen, das ich noch angeklebt habe, mir ins Bild hineinragt. Also das muss nicht sein. Wegschneiden, justieren, alles nochmal genau ausrichten. Und zwar auch so, dass der große Reflektor der Flasche dem kleinen vom Glas nicht im Weg steht. Das erreiche ich, indem ich ihn einfach etwas weiter wegrücke. Und die nächste Testaufnahme, zack. Schauen wir es uns an, was dabei herausgekommen ist. Oh, Leute. Und das ist schon mal absolute Spitzenklasse. Das geht schon mal in Richtung perfektes Ergebnis. Ich klappe jetzt mal den Reflektor um und hier seht ihr, wie also diese Mini-Reflektoren justiert sind. So, nochmal. Und so schaut das Ganze dann aus. Und jetzt fehlt uns im Prinzip nur noch eine Ausleuchtung des Etiketts. Und die mache ich jetzt mal dann nicht mehr mit Speedlight und Mini-Snood. Ich kontrolliere also hier nur noch mal den Fokus, dass der ganz genau passt, sondern ich werde hier jetzt einen Normalreflektor an einem Kompaktblitz nehmen und das Ganze über Barndoors, also über Klappen, so steuern, dass hier also Flasche und Glas nur entsprechend einen Lichtbeam abbekommen. Da ist übrigens dann auch noch eine Wabe eingesetzt, 30 Grad, wenn ich mich recht entsinne, die also ebenfalls das Licht noch extrem kanalisiert. Und durch das Einstelllicht kann ich das Ganze natürlich auch sehr gut fokussieren. Das ist überhaupt keine Geschichte. So, schauen wir uns dieses Ergebnis an. Ja, und so wird das Ganze werden. Und das ist jetzt im Prinzip schon die Vorstufe zum fertigen Bild. Also mir gefällt das gut. So kann man es lassen. Okay, perfekt. Ja, das ist jetzt die Aufnahme out of camera. Also so kommt das rüber. Hier habt ihr das Setup. Jetzt nochmal, also 50 mm Normalobjektiv, Blende 925. Sekunde, vorderer Blitz leicht abgeblendet und der Whisky hat 40% Alkohol.